Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Und wir sind heute halt mal wieder im Story-Modus unterwegs. Und ja, wir gehen mal hier hin, weil hier ist anscheinend irgendjemand im Brunnen drin. Wir überspringen das halt mal wieder. Ist das irgendwie eine Mission oder so? Ah ne, anscheinend nicht. Ich habe gedacht, wir bekommen mal eine Mission oder so. Okay, und in der letzten, in der letzten Story-Folge haben wir ja den Disco-Zombie da besiegt. Also der heißt ja Mr. Alte Schule. So, den haben wir. Den holen wir jetzt auch noch. Boah, die Eiche macht einfach so viel Spaß zu spielen. Ah, da kommen noch mehr. Boah, die sterben halt auch richtig schnell. Und das liebe ich auch, weil die so eine hohe Feuerrate hat. Da ist ein Fußsoldat da hinten. Boah, natürlich treffen wir wieder gar nichts. Aber okay, wir schauen mal auf die Karte. Ah, das geht mit Tab. Ja, hier ist dieser Brunnen. Flug Ronnie. Warte, wir gehen hier mal wieder hin. Boah, warte, die greifen uns jetzt an. So, den haben wir. Oh, shit, nein. Okay, warte, wir müssen in die Richtung. Ah, da sieht man eh das X. Okay, wir sind gleich da. Ah, warte. Ah, das ist ja Major Mice. Aber ich glaube, das ist keine Mission mehr für uns, oder? Nee, glaube ich nicht. Ach so, stimmt. Das ist der Auftrag, den wir schon erfüllt haben. Ne, den machen wir natürlich nicht nochmal. Weil es wäre einfach sinnlos. Okay, gehen wir zu Flug Ronnie. Okay, was hat er für uns? Hä, auch nix. Hä, aber das verstehe ich nicht. Ich meine, warum ist hier ein Ausrufezeichen? Warte, geh auf Entdeckungstour. Hä, hey, wie auf Entdeckungstour? Was genau soll ich da machen? Aber ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich mal dorthin gehen. Kopfgeldjagd. Okay, gehen wir mal hier durch. Boah, shit. Der hat eine Rakete auf uns gefeuert. Aber hat uns zum Glück nicht getroffen. Boah, shit, Alter, wie viel hält der denn aus? Boah, Alter. Ach so, oh. Das war jetzt die falsche Taste. So, die zwei holen wir. Okay, wir haben beide. Ah, stimmt. So, verwendet man ja die, Fähigkeit. Okay, warte, wo ist der jetzt? Ah, hier. Warum hält der so viel aus? Hä? Alter, ach du Scheiße. Nein, boah, bitte nicht sterben. Treffe ich ihn irgendwie? Der trifft mich, aber ich treffe ihn nicht. Okay, wir warten hier mal lieber, weil ich will halt auf keinen Fall sterben. Oh, da ist er ja. Wir machen aber eigentlich ganz gut Schaden. Nein, jetzt geht er weg. So, wir haben ihn gleich. Ich glaube, noch einen Schuss. So, wir haben ihn. Ah, warte, jetzt haben wir eine Medaille bekommen. Okay, ein paar Tacos. So, den Ingenieur töten wir auch noch. Hä? Hä? Ach so, jetzt bekommt er Schaden. Ich habe mich schon gewundert, warum ich ihnen keinen Schaden zufügen kann. Okay, einmal nachladen bitte. Okay. Ich glaube, wir sind eigentlich eh auf dem richtigen Weg. Oder warte mal. Eigentlich ist das, glaube ich, ein Umweg. So. Jetzt sind wir wieder schneller unterwegs.
Ah, warte mal, ich entferne mal den Wegpunkt. Ach so, nee, das ist eh der richtige. So, den haben wir auch. Okay. Okay, dort ist das X und warte mal, was ist hier? Ah, stimmt, hier kann man die Herausforderungen machen. Aber ist es halt immer dasselbe, dass man diese Zonen erobern muss? Weil wenn es immer dasselbe wäre, dann wäre es halt ein bisschen blöd. Weil es ist halt dann immer, also es ist keine Abwechslung. Aber so finde ich die Herausforderungen eigentlich ganz geil. Okay. Oh Mann, hier sind schon wieder welche. So, den haben wir auch. Jetzt holen wir den noch. Okay, Jagd Captain Federhirn. Okay. Kopfgeldjagden sind schwierig. Jedes Jagdziel hat eine Schwäche. Versuche sie zu finden. Okay. Oh, da ist er. Alter, wie viel hält er denn aus? Obwohl, eigentlich hält er gar nicht so viel aus. Es geht eigentlich voll. Aber wir machen ja auch ordentlich Schaden. Oh, shit. Der Captain hat Angst. Was soll ich jetzt machen? Achso, ich glaube, ich muss die Teile da töten. Also diese Vögel. So. Jetzt noch den einen hier. Boah, ich treffe ihn nicht. Okay. Jetzt ist er wieder aus seinem Fass draußen. Ah, warte mal. Oh nein. Das ist nicht gut. Da machen wir auch richtig viel Schaden. Jetzt hat er wieder Angst. Aber ich treffe die so auch in der Luft. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Okay, Level 3 erreicht. Alter, boah. Champion. Ah, das ist ein All-Star. Ach du Scheiße. Muss die da oben mal wegholen. Wo ist der All-Star? Ah, hier ist er. Alter, was ein Gargantua? Boah, was soll ich gegen die bitte machen? Die greifen mich da von allen Seiten an. Alter, nein, jetzt bin ich tot, oder? Oh, Mann. Ich glaube, ich habe nur eine Minute noch Zeit. Oh, shit, ich habe noch 11 HP. Und die haben mich gleich. Ach, dort ist er. Alter, wie soll ich den denn bitte wegholen? Oh nein, das sind auch noch welche. Okay, das könnte ein Problem werden. Alter. Noch 6 HP. Warte, was ist eigentlich, wenn der Countdown da vorbei ist? Oder dieser Timer da halt. Boah, jetzt bin ich gestorben. Also wenn die Zeit da unten ist, habe ich dann verloren? Muss ich es dann von neu machen? Ich hoffe es mal nicht, weil den zu töten ist eigentlich theoretisch gar nicht so schwer, weil ja, er hält gar nicht so viel aus. Oh, komm schon, wir haben ihn doch fast. Boah, der Olster war ein riesengroßes Problem. Wo ist denn eigentlich der Gargantua jetzt? Komm schon. Warte, jetzt ist die Zeit gleich vorbei. Alter, was? Da muss ich es wirklich von neu machen. Oh Mann. Okay. So, Auftrag. Geh auf Entdeckungstour. Aber was genau soll ich da machen? Soll ich irgendwas erkunden? Ah, warte mal. Gib die mal weg. Ist hier eigentlich... Boah, ich habe halt irgendwie keine Ahnung, was ich da machen soll. Bingo Bongo. Waren wir das schon? Ist das der Schnapper? Egal, gehen wir mal hin.
Obwohl theoretisch, wenn wir die Kopfgeldjagd ein paar Mal versuchen würden, würden wir es wahrscheinlich auch schaffen. Aber ja, es ist halt wirklich gar nicht so einfach. Ah, wir haben 50 Tacos erhalten. Ist auf jeden Fall geil. Ah, da ist der Gargantua. Oh shit. Ich schieß lieber nicht auf ihn. Okay, ah, das ist wirklich eher. So. Erledige 10 Gegner. Weiß gar nicht, sollen wir hier noch irgendwas machen? Alter, nein! Boah, jetzt greift er mich da an. Der verfolgt mich jetzt. Oh, shit. Aber der gibt uns keine Mission mehr, oder? Ja, okay, da kann man den Auftrag wieder wiederholen. So, den haben wir. Alter, was war denn das? Den haben wir auch. Warte, da hinten ist so ein Yeti-Symbol. Alles hier. Alter. Oh, shit. Ich würde den gerne wegholen. Boah, die schießen direkt alle auf mich. Boah, aber der ist einfach zu schnell für mich. Den werde ich halt auf jeden Fall nicht mehr einholen. Aber gibt es nicht irgendwie mehr Missionen oder so? Ich meine, bei Mark waren wir auch schon. Da haben wir diese Gärten und Friedhöfe oder halt diese Gartenkommando-Mission da gemacht. Hinter uns. Aber ich würde noch gerne mehr Missionen bekommen. Aber warte, hier ist noch eine Truhe, die können wir auch noch mal öffnen. Ah, wieder 50 Tacos. Boah. So, den haben wir auch. Kugel maximal erreicht. Okay. Kommando spielen. Ja, das ist eigentlich. Ja, ich weiß gar nicht. Gewinne als Eichel im Kommandomodus. Na, ja, keine Ahnung. Ja, okay, machen wir die Mission einfach mal. Kommando spielen. Das kann ja nicht schaden. Okay, wir müssen wieder Top-Pflanzen hinsetzen, als Verteidigung halt. Oh, stimmt, wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. So, hier war es für den Nahkampf. Obwohl, die kommen, glaube ich, eigentlich alle von hier, oder? Obwohl, nicht alle, aber viele. Da kommt eine Erbsenkanone hin. Da kommt so einer hin. Oh, die Welle kommt direkt. Also, kommt gleich. So, noch was für den Nahkampf. Hier auch noch was. Ja, da sind schon welche. Aber das Ding ist halt, ich weiß halt nicht irgendwie, wie viele Wellen man halt überleben muss. Das würde mich halt schon interessieren. So, den Wicht haben wir. Boah, die Eichel zu spielen macht einfach so viel Spaß. Warte, wir können da noch was hinsetzen. Ja, sowas. Für die Reichweite halt. Aber warte, da ist einer. Boah, das sind Wissenschaftler. Okay, den haben wir. So, Welle 1 haben wir abgeschlossen. Aber wie viele Wellen gibt es insgesamt? Steht das irgendwo? Hier vielleicht? Nö. Keine Ahnung. Egal. Aber warte, wir sollten ja lieber mal was hinpflanzen. Weil die nächste Welle kommt gleich. Ist hier noch irgendwas? Okay, die sind noch beide da. Sehr gut.
Aber da brauchen wir noch was. Okay, der ist explodiert. Achso, da kommt direkt ein neuer. So, den haben wir. Haben wir auch. Das ist der Wissenschaftler. Was? Oh, ich habe irgendwie gedacht, dass wir ihn damit bekommen werden. Okay, da sind noch keine. Okay, Nahkampf. Okay, hier passt alles. Warte, oh, da kommen welche. Den haben wir. Da kommt, glaube ich, auch einer. Boah, das ist ein All-Star. So ein Scheißdreck. Alter, boah. Nein, der Wissenschaftler ist schon hier. Okay, wir haben ihn. Kommen da noch mehr? Boah, hinter mir ist der All-Star. Boah, komm schon. Boah, Alter. Ist es eigentlich vorbei, wenn ich mal sterbe? Ich hoffe mal nicht. Weil wir sind gerade mal bei Welt 2. Okay, da ist einer. Oh, shit. Okay, Welle 2 haben wir abgeschlossen. Das war eine Spezialwelle. Okay. Was auch immer das ist. Okay, wir gehen mal hier hin. Reichweite. Obwohl hier wäre eigentlich auch was ganz Gutes. Also hier wäre so eine Sonnenblume oder so eigentlich ganz gut. Da brauchen wir auch was. Nahkampf und Fernkampf. Okay. Aber warte, hier können wir eine Sonnenblume hinsetzen eigentlich. So. Oh, da kommen schon wieder welche. Ich setz hier mal sowas hin. Ah, okay, der Wicht. Boah, da kommen ja richtig viele. Nein! So. Okay, da kommen dann auch welche. Oh, nee, wieder ein Wissenschaftler. Nein, Gargantua! Boah, so ein Scheißdreck. Hä? Alter, nein. Komm schon, respawnen. Oh, das geht nur automatisch. Komm schon, bitte. Ich will auf keinen Fall verlieren. Okay, Leute, ich würde zwar erstmal sagen, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.